Unser Gestapfe führte uns über diese Häuserdächer, über welche wir flotten Schrittes hinüberrennen müssen, da sich einige Ranken von unserem Licht unbeeindruckt daran machten, wie so gefräßige Maurer gleich die ganzen Häuser zu verputzen. Doch egal, wie ausweglos eine Situation auch erscheinen mag, auf meinen Granitgiganten mit den Leuchteraugen war immer Verlass. Lemus, so übrigens sein Name, beschützte Ulle vor den rankenden Ranken und ließ uns dann weiter wandern. Toller Typ, toller Stein, Riese, Augen, tolle Augen, ja, tolle, tolle Augen. Nicht so toll ist allerdings der nächste Abschnitt, denn nachdem wir uns durchs Geäst gekämpft hatten, erblicken wir, ja, das hier. Macht mir jetzt hier keine Vorwürfe, ihr wolltet noch ein Video zu diesem Spiel. Wie auch immer, kurz die Chance genutzt und noch eine Nase von den Stinkemauken genommen, rennen wir so schnell wie möglich weg. Doch entfliehen können wir den nun drastisch, wirklich sehr drastisch düster werdenden Szenerien und Thematiken leider nicht. Es wird hier tatsächlich stellenweise so grotesk, dass ich einiges Mal auf ganz entspannt überspringen werde. Wenn selbst mir keine aufheiternd umschreibenden Worte zu gewissen Dingen einfallen, dann ist die Lage wirklich ernst.